Er wurde vom Schiedsrichter abgepfiffen nach einem Zweikampf zwischen Ronny Waldo und Denner. Aber jetzt noch einmal Ronny Waldo vorbei an Beonek. Die Riesenchance. Und das ist das 1:0 in der 43. Minute. So schnell kann es dann doch wieder gehen. Waldo, der trifft. Entscheidend auch das schlechte Verhalten von Beonek in dieser Szene. Da haben wir jetzt drüber geredet, wie gut der Anball. Besitz. Ranaka bringt den Ball zur Mitte. Djuric, Ronny Waldo, den hätte er durchgehen lassen sollen, macht es aber trotzdem. Sensationell. Aber der Treffer scheint. Ja, das ging eigentlich sogar so weit, dass wirklich, dass er gesagt hat, kein Arzt konnte ihm weiterhelfen. Wenn er hier, dass etwas möglich ist in diesen letzten, ja, bald 20 Minuten. Und da ist es passiert. 1:0 und wer.
Roni Baldo stellt geschickt auf 0:2 für unseren gegebenenfalls irgendwann angreifen zu können. Lustenau mit der ersten Chance und der erste Tor steht am langen Pfosten. Reduzieren auf über den Hashtag Liga. Ja, zwar ist ja bei Twitter auch einiges passiert, währenddessen hier Roni Baldo mit der nächsten Möglichkeit und das über die Mitte ein bisschen Platz, Steinmiller. Ja, der ist zwar gut in seinen Aktionen, im Ansatz der Aktionen, sagen wir so, aber legt sich den Ball ganz gerne mal ein Stückchen zu weit. Haben wir das spielerische Element in der ersten Linie aufgegeben, aber bis jetzt gibt es schon ein extrem. Getan. Aber jetzt ist Platz für Lustenau. Roni Baldo super aufgelegt für Marcel im Ballbesitz. Ranacher bringt den Ball zur Mitte. Djuric, Roni Baldo, den hätte er durchgehen lassen. Dann Sebald eben nicht. Roni Baldo ganz alleine. Roni Baldo 1-0. Austria.